Ich bin ja Birmi Brutzelt Fan seit Stunde 1. Irgendwie jede Folge beginnt damit, dass er hoch ankündigt, eigentlich esse ich ja nicht so viel Fleisch. In dieser Staffel von Böhmi Brutzelt wird alles anders. Aber dann macht er Rinderrouladen oder sowas. Deswegen glaube ich, dass er heute auch so beginnen wird. Heute eingeladen ist Tassim Dogun, Rising Star der deutschen Medienlandschaft. Er ist irgendwo eine Inspiration für mich, aber nicht, was das Aussehen angeht. Einer der lustigsten, stabilsten Leute, die gerade so im Internet rumsitzen. Ich habe mir vorgenommen, dass er heute Wein wird vor Freude. Aber er kocht irgendwas, was er gerne isst, was er gerne zubereitet und etwas, was seine Mutter viel besser kann als er. Ich verbinde mit meinem Gericht Hass, weil ich als Kind dieses Gericht tatsächlich gehasst habe. Es ist Kindheit, es ist Kultur und es ist meine Mutter. Was ich heute mitgebracht habe, ist eigentlich kein Gericht, sondern mehr so ein Bausatz für ein Gericht. Viele sterben bei der Zubereitung von diesem Salat, weil sie es nicht hinkriegen. Ich koche heute in der Sendung das große Reste-Curry à la Böhmermann. Ich koche heute einen Bohneneintopf. Die Türken nennen es Kuru Fasulya, die Kurden nennen es Derişka Fasulya und die Deutschen nennen es orientalischer Bohneneintopf mit roter Soße. Das ist mega lecker, wirklich. Hey, Tassim Dogun. Hallo Jan Böhmermann. Grüß dich. Grüß dich. Freut mich sehr. Herzlich willkommen in meiner Küche. Es ist mir eine große Ehre. Es ist mir eine große Ehre. Und ich bin ein Fan von diesem Format. Es ist Slow TV. Jeder bringt ein Gericht mit. Keiner weiß, was der andere mitbringt. Mhm. Und das ist eigentlich auch schon alles. Und dann kochen wir das gemeinsam. Was hast du denn mitgebracht? Was kochen wir? Was kochst du? Ich koche heute etwas. Ich glaube, ich gehe stark davon aus, dass es dir gefallen wird. Wir kochen Kuru Fasulya oder auf Kurdisch Derişka Fasulya. Das ist ein Bohneneintopf. Mhm. Dazu gibt es Köfte. Mhm. Nein! Ja, nein! Köfte gibt es dazu, die werden nicht angebraten, weil ich will so wenig Öl wie möglich verwenden. Die werden im Backofen später gebacken. Dazu gibt es einen Salat mit Granatapfelkern und Walnüssen. Alter! Es wird ein straffes Programm. Ey, Tassim, das klingt ganz toll. Ich habe ein komplettes Gegenteil im Grunde. Ja. Also deins ist elaboriert, das ist ein Festessen. Ich habe ein Resteessen. Ein Resteessen. Ich mache mehr Komponenten Gemüsecurry. Und zwar ist die Idee, was man noch so an Gemüse hat, das muss irgendwie weg. Und zwar auf eine Art, dass es nicht schmeckt wie ein Resteessen, sondern wie was man gerne isst, wo man sich drauf freut. Wenn man das kriegt, das mache ich zu Hause immer, wenn ich Gemüse habe, zum Beispiel jetzt hier Blumenkohl oder Karotten. Mhm. Bei mir ist es vegetarisch. Kann es sein, dass du so eine Hassliebe zu Fleisch hast, dass du dir immer wieder vornimmst, kein Fleisch zu konsumieren? Nein, aber dann machst du es doch erstmal. Also okay. Nein, aber vielen Dank für die Frage, Tassim. Ja, sehr gerne. Eigentlich würde ich jetzt gerne die ersten Fragen stellen, aber hey. Also, ich habe voll vergessen, warum ich hier bin. Ja, genau. Aber tatsächlich liebe ich total Fleisch und bin aber hier in der Firma da dann doch deutlich in der Minderzahl. Mhm. Hier essen die meisten Leute kein Fleisch. Ich weiß nicht, ob man das noch sagen darf, aber bei uns zu Hause, wenn bei uns zu Hause kein Fleisch serviert wird, dann gehen Menschen zugrunde bei uns. Ja. Also bei meiner Mutter und bei der Elterngeneration ist es auch so. Mhm. Und so habe ich es auch gelernt. Und die meisten Gerichte, die ich hier koche, sind mit Fleisch. Aber du kündigst irgendwie, also wie gesagt, ich bin wirklich ein Fan, ich kenne jede Folge. Die Anke Engelke-Folge ist meine Lieblingsfolge. Ja, die war euch. Und irgendwie kündigst du immer an, du hast Fleisch und willst ohne Fleisch kochen, aber dann gibt's immer was mit Fleisch bei dir. Ja, ich versuche. Ich erinnere mich, du hast einmal diesen veganen Hamburger gemacht oder sowas. Ja, aber mit Patty aus dem Supermarkt. Ja, da war Anke auch völlig aus dem Häuschen. Ich versuche ohne Fleisch zu kochen. Ja. Jetzt mache ich hier kurz Reis rein, oder? Ich muss hier waschen. So. Also hast du echt, das ist ja lustig, hast du die Sendung geguckt? Das finde ich mal interessant. Seit Tag 1. Ja, weil, weißt du warum diese Sendung, warum das also für mich so als Medienmacher in meinem Portfolio wichtig ist? Erzähl. Um einen Ausgleich, einen menschlichen Ausgleich zu haben zu dieser sehr spitzen Figur, die ich sonst immer darstelle. Ja, also ist Kochen auch etwas, was dich tendenziell so beruhigt, was dich runterbringt? Ja, beziehungsweise ich finde, das ist was eher inklusiv ist. Das bringt Leute zusammen. Und das finde ich entgegen so Vorurteilen eigentlich ganz gut. Okay. Bist du, also dir ist es schon wichtig, dass Menschen danach glücklich sind nach dem Kochen? Ey, okay. Eigentlich nach dem Essen hauptsächlich. Aber du fragst schon so Fragen, ey. Tassim, du willst doch viel mehr als bei TikTok Sachen raushören. Ich merke doch, du bist da in dir ist ein Journalist. Doch, deswegen bin ich ja hier. Wir müssen so ein bisschen auch, ich muss ein paar Sachen noch zu dir erzählen. Ja. Weil es kann sein, dass diese Sendung jetzt auch Leute gucken, die sich sagen, hey Tassim, wer ist Tassim? Ja, ja. Da gibt es den einen oder anderen bestimmt. Genau. Eigentlich bist du noch Student, du studierst eigentlich noch. Richtig, ja. Wirst Lehrer, also beziehungsweise hättest Lehrer werden wollen. Ja.
bis dir dann eben diese, dann doch dein Talent für komische Inhalte und Videos in die Quere gekommen ist und du mit den ein oder anderen viralen Hit bei TikTok hattest und bei Instagram. Das war sehr schön zusammengefasst. Oder? Ja, perfekt. Und so bist du wie so viele, die in diesem, in dieser Branche arbeiten, jetzt in den Medien gelandet. Ja. Und jetzt auch in den Medien, wo viele Lichter sind und viele Kameras. Ja. Und man... Bitte nicht, sorry, dass ich unterbreche, ja, nicht wundern, dass hier so viel Fett drin ist. Das ist notwendig bei dem Reis. Das ist kein Problem. Okay. Ja, aber es ist so, wie du sagst. Ich freue mich natürlich, dass ich beispielsweise das hier machen darf und mit dir hier stehen darf. Aber, und ich allgemein, die Arbeit ist etwas, was mir sehr viel Freude bereitet, die ich gerade mache. Aber es schwingt auch immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen mit, weil ich eben gerade nicht im Hörsaal bin und lerne, wo man ein Komma setzt. und es ist so, ich will das Studium auf jeden Fall noch beenden, damit auch meine Mutter mich abends nicht mehr verprügelt. Aber es ist tatsächlich, ich zum Beispiel habe in den Medien gearbeitet und dann habe ich ganz lange Geld verdient und irgendwann so mit Mitte 20 gedacht, oh, jetzt, aber ich muss jetzt endlich, ich komme aus einer Familie, wo das schon schön gewesen wäre, wenn der Sohn was Richtiges zu Ende studiert hätte. Ja. Und dann habe ich es nochmal angefangen für 4 Semester und habe dann aber relativ schnell gemerkt, das andere macht mir schon deutlich mehr Spaß. Was hast du studiert? Theater, Film- und Fernsehwissenschaften, Soziologie und Geschichte. Auf damals noch alte Studienordnung Magister. Uni Bremen? Uni Köln. Ah, okay. Aber jetzt genug, ich will jetzt mal, komm, du musst jetzt mal ein bisschen Hosen runterlassen. Du bist in Oldenburg geboren. Richtig. Norddeutsch. Was ich schon mal grundsätzlich sehr gut finde, dass es immer mehr, es sollten viele Menschen aus Norddeutschland in den Medien sein. Danke. Finde ich. Sehr gerne, ja. Ja, weil die haben so eine Strahlen, du strahlst auch so eine Ruhe aus. Ja. Weil in Oldenburg, warum soll man sich aufregen in Oldenburg? Oldenburg ist mitunter, ich war schon in so vielen Städten dieser Welt, in Oldenburg und in Istanbul und zwischendurch in Köln. Und Oldenburg war bisher wirklich die schönste Stadt von allen. Ich war auch oft früher in Oldenburg, als ich noch bei Bremen 4 gearbeitet habe, bei Radio Bremen. Ja. Da ist man da oft, Oldenburg ist ja eigentlich Niedersachsen, aber es gehört irgendwie Richtung Bremen orientiert. Voll, ja. Du machst, hast jetzt nur Fett. Da ist sehr viel Fett. Es ist leider, Fett ist notwendig bei diesem Reis. Mhm. Da werden gerade Reisnudeln angeröstet. Ah, okay. Und dann kommt der eigentliche Reis. Das kenne ich aus dem Kebabland. Da denke ich immer, sind das Reisnudeln oder ist es... Das sind ganz normale Reisnudeln, die so Deutsche in irgendwelche Grillsalate einmischen. Ja, okay. Bei uns kommen die in Reis rein. Und du brätst die vorher an? Genau, dass die frittieren förmlich. Mhm. Ja. Okay. Und dann kommt der eigentliche Reis essen zu. Ich würde den gerne noch mal. Brauchst du noch hier Wasser? Nein, mach ruhig. Wann brauchst du den Sieb? Das Sieb. Ist egal. Das Scheiße, Alter. Und dann hast du irgendwann aus Prokrastination angefangen mit Internetvideos? Oder war das immer schon, weil das ist ja schon ein merkwürdiges Hobby. Ich kann dir sagen, wie das ist. Die Grundidee ist tatsächlich in der Universität entstanden. Mhm. Und dann saßen wir in der Bib. Und in der Uni-Bibliothek? Richtig, wir sagen BIP. Wir sind keck und frech, wir sagen BIP. Und dann keine Zeit als Student. Dann hatte sich irgendjemand unter einem irrelevanten Video hatte jemand kommentiert, dass die Person sich darüber freut, dass ich mit Komma schreibe. Mhm. Und ich fand diesen banalen Einwand so witzig, dass ich dann ein Video über Kommasetzung gedreht habe, auf meine Art und Weise. Und das ist dann kam dann gut an. Und dann habe ich damit weitergemacht. Also jemand, der meinte es aber nicht nett, sondern eigentlich war es quasi... Nee, es war schon nett gemeint, so, weil es anscheinend heutzutage so eine Rarität ist, dass Menschen im WhatsApp-Chat oder sowas mit Komma schreiben. Ich hack hier Knoblauch, weil bei mir ist es die Basis. Knoblauch ist geil. Knoblauch ist das Allerbeste. Ja. So, und dann hast du ein Video gemacht und das lief aber ganz gut. Das war so das erste Video, was Viralität erfahren hat. Mhm. Und das war auch das erste Video, wo so Medienschaffende auf mich zugekommen sind. Ja, und das Krasse ist, wenn du anfängst mit Medien, die Angebote trudeln dann irgendwann ein, dann bist du erstmal so ein paar Jahre so der heiße Scheiß und dann machst du erstmal ganz viel. Ja. Und auf einmal bist du dann da drin im Establishment. Und ich komme da gerade leider auch nicht raus. Also das heißt leider, aber ich versuche die ganze Zeit wirklich Zeit für Familie, Freunde und andere Verantwortungen zu finden, aber ich bin zum Beispiel, ich finde keine Zeit einfach. Ja, die Jahre, ne, in denen du jetzt gerade, also am Anfang ist am allerschlimmsten. Das inwiefern? Die größten Fehler habe ich immer am Anfang gemacht. Weil man dann, weißt du, dann guckst du erstmal, gehst du mit großen Augen durch die Welt und denkst so, ah ja, okay. Mhm. Und man checkt dann erst nach vielen Jahren eigentlich, oder echt später, wie Dinge eigentlich sind. So. Kannst du mir da als alter Medienmacher einen Rat geben? Deswegen habe ich diese Frage, habe ich das so vorgelegt. Ich würde jetzt einfach gerne einfach einen miesen Ratschlag nach dem anderen geben. Ja, okay, perfekt. Weil ich
befinde mich gerade in einer Misere. Ja. Was mich gerade beschäftigt, ist so dieses Grundgefühl, dass man, was man gerade mit sich rumträgt, dass man alles machen müsste. Genau. Und das, da kann ich schwer differenzieren, was ist gerade notwendig für mich und das, wo ich hin möchte. Früher haben wir dazu gesagt, macht gerade einen Pilotenschein. Okay. Also da, als es noch nicht so Internet gab, wo man sich so ausprobieren konnte, da wurde man angefragt für Fernsehpiloten. Da hieß immer damals so, ja hier, frag doch mal den Klaas Häufer Umlauf, auch aus Oldenburg übrigens. Ja klar. Oder den Kultbömi und dann sind die bei uns im Piloten, dann machen die Piloten mit. Da habe ich, keine Ahnung, 10, 20 verrückte Sendungen, die irgendwo in Giftschränken sind. Einige sind veröffentlicht worden. Mhm. Das sind nicht unbedingt die Sachen, auf die man jetzt so super stolz ist, Jahre später noch. Mhm. Was hast du? Jetzt hast du Brühe reingetan? Ich habe da ein bisschen Gemüsebrühe mit reingegeben, Salz, das zusammen angeröstet. Jetzt kommt da noch mehr Fett rein. Du wirst wahrscheinlich mit einem Kalorienüberschuss heute nach Hause gehen. Aber das muss bei dem Reis leider so. Ich habe jetzt hier ein bisschen Brühe zum Ablöschen. So. Mache eine kleine Base. Machst du das mit Kokosmilch? Ja, mit Kokosmilch und mit Brühe, also beides. Und Tomate. Cool. Ein bisschen Tomatenmark kommt rein. Benutzt du Basmati-Reis? Oder? Ja, das ist Basmati-Reis. Ach, cool. Mhm. Aber jetzt hast du, Tassim, hier in der Sendung waren schon Riccardo Simonetti, bevor der irgendwie so sein Haus auf Mallorca hatte. Aminata Belli, also auch Leute, die wirklich so, die schon so die ersten Raketenstufen gezündet hatten. Das ist ja bei dir jetzt auch so ein bisschen so. Die kann sich vor Angeboten kaum retten. Mhm. Und was ist denn da, also was willst du denn überhaupt machen? Wo sehen wir dich in den nächsten Jahren? Auf dem roten Teppich bei einer Filmpremiere in London? Um Gottes Willen. Oder mit einer eigenen Fernsehsendung? Oder? Ich sehe mich, ich denke immer im Showcharakter. Ich kann mir in allen möglichen Richtungen was vorstellen. Eine eigene Show im Fernsehen, das wäre etwas. Also dann könnte ich glücklich sterben tatsächlich. Ja, ne? Also das fändest du so cool. Das ist, machst bei 1Live bei WDR, hast du ein eigenes Talkformat? Genau, ja. Das ist ein Interviewformat. Mhm. Vom Konzept her etwas, was gerade bei den Amis sehr verhäuft aufkommt. Also so eine Anti-Interview-Haltung, wo man ein bisschen unfreundlich ist zu den Gästen. Im Grunde genommen etwas, was du auch schon vor Jahren selbst gemacht hast. Unfreundlich sein, das ist, du bist, also von deiner Ausstrahlung her ist das schon, du hast einen sehr trockenen, ich würde schon sagen, norddeutschen Humor. Ja. Das ist nicht überall, in Köln muss man immer dazu sagen, dass es lustig ist, weil sonst sind sie dann böse. Ich bin hier seit 3 Stunden am Set, ich habe mit so vielen Menschen gesprochen und ich habe das Gespräch jedes Mal verlassen mit dem Gemütszustand, oh mein Gott, ich war unglaublich witzig, aber hier hat niemand gelacht bisher. aber ich merke das, dass die Kölner da ein bisschen, ja, da muss man erklären. In Köln muss man immer, das ist ja eigentlich eine humorvolle Stadt, aber so der Trockenhumor, der sich so erst im Nachhinein entfaltet oder so zwischen den Zeilen, das ist nicht ganz so einfach in Köln. Habe ich schon gemerkt. Ja. Das ist jetzt übrigens die Basis für mein Curry. Okay. Es ist komplett super easy. Man kann alles reintun, was man noch in der Küche hat. Das mache ich jetzt auch. Und die Kartoffeln kommen dann? Die kommen gleich da rein. Die koche ich nicht so gerne in der. Die schneide ich gleich und die kommen dann am Ende da rein. So. So, ich habe jetzt auch die Köfte fertig geformt. Das heißt, das kann da so reingeschoben werden einfach. Ja. Okay. Und du willst, warum so wenig Öl wie möglich? Was ist das für ein Ding, King? Bei den Köften, ja, meinst du? Ja, magst du es nicht so gerne, wenn die gebraten werden, so ölig? Ich finde die gebraten geschmacklich sogar geil, aber da werden die auch förmlich so, also die schwimmen dann so im Öl, bei uns zu Hause jedenfalls. Mhm. Hier habe ich deswegen nur so etwas Olivenöl gemacht. Und in der Hackfleischmasse ist übrigens auch Backpulver mit drin und Sprudelwasser, was dann dafür sorgt, dass die Köfte dann sehr fluffig und saftig werden. Ja. Ah, guck mal, siehst du? Aber du kommst aus einer Familie, in der viel gekocht wird, ne? Ja, hundertprozentig. Ja. Einen Moment. Wichtig. Und magst du scharf auch? Ja, ne, klar, was für eine Frage. Tatsächlich nicht. Da bin ich ein sehr untypischer Kurde. Ich mag kein Scharf, nein. Ich finde, scharf verdirbt Geschmäcker und das Leben. Haben wir hier so eine, wie im Hort damals, so eine Eieruhr? Bist du ein Hortkind? Ich bin ein Hortkind, ja. Durch und durch. Aber das sagt man bei uns im Norden, im Norden sagt man das Hort. Das ist, kennt man hier nicht. Wie heißt das hier? Hier. Danke dir. Ich weiß nicht, wie das hier heißt, aber man sagt auf jeden Fall nicht Hort. Hier heißt das JVA oder so. Guck mal, das Tolle ist, man kann einfach rohes Gemüse in diese Soße reintun. Zack, zack, zack. So. Dann kocht das da schön vor sich hin. In der Currysoße ab und zu mal ein bisschen Wasser nachgießen. 25. Du bist ein Hortkind. Bei uns war das so, Hort war noch so stigmatisiert. Ich bin 1985 in den Kindergarten gekommen. Mhm. Ja. So langsam fangen die Leute an zu lachen, wenn man so den
Timeframe seines Lebens erzählt. Also 1985 in den Kindergarten gekommen und war immer um 13 Uhr zu Hause, spätestens, weil meine Mutter zu Hause war und gekocht hat. Mhm. Und Hortkinder waren damals so, ach schade, bringt ihr Kind in den Hort. Tatsächlich? Mhm. Ja, da, also inzwischen nicht mehr zum Glück, aber es war in den 80er Jahren, galt man als schlechte Mutter, als schlechte Familie, wenn man sein Kind in den Hort gesteckt hat. Seitdem hat sich ordentlich was getan. Ja, auf jeden zum Glück. Fall. Als ich an der Schule war, also ich war... Natürlich nach dem Kindergarten bin ich nach Hause gegangen, aber bei mir war der Hortgedanke vielmehr so, ja, jemand muss mit dem Tastim, jemand muss mit dem Kind Hausaufgaben machen. Und danach wurde, Mensch, ärger dich nicht und so ein Scheiß gespielt. Aber warst du denn, warst du ein anstrengendes Kind, was immer schon so ein bisschen den Mittelpunkt gesucht hat? Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Echt? Ich war schüchtern? So eine gute Mischung. Das ist bis heute noch so geblieben. Mhm. Und Hort war mitunter was, also das hat meine Kindheit enorm geprägt und es war ein... War eine wertvolle Entscheidung, dass wir das so gemacht haben. Mhm. Und zu der Frage davor, ob bei uns zu Hause viel gekocht wird. Mhm. Bei uns kocht jeder. Also mein Vater zum Beispiel, der kocht seit Jahren, seitdem ich ein Kind bin, kocht er jeden Sonntag rote Linsensuppe. Jeden Sonntag? Jeden Sonntag. Mhm. Geschwister kochen, meine Mutter kochen. Meine Mutter kocht. Was ich aber hasse, wenn mein Bruder kocht. Warum? Der kommt dann auch immer oberkörperfrei in die Küche. Und es sieht überhaupt nicht ansehnlich aus. Das sieht alles wie so verformtes Stockbrot aus bei ihm und ich hasse es. Meinst du, also ist er, also versucht er zu flexen in die Klinik? Nee, er ist einfach, ich schätze ihn als Person, aber irgendwie habe ich Stress, wenn er im gleichen Raum ist mit mir. Okay. Ja gut. Also die Soße muss ich sagen, also ich habe jetzt, ab und zu muss man sagen, was man macht. Ich habe jetzt, die Basis der Soße ist einfach Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch anbraten in einer Menge nach Gusto. Bisschen würzen mit Kreuzkümmel. Chili, Koriandersamen. Man kann auch noch Kurkuma nehmen, wenn man es ein bisschen gelber möchte, aber es ist jetzt rot. Mm. Dann die Soße. Mm. Gut. Es schmeckt. Krass. Ey, wenn meine Mutter das sieht, die wird mich verprügeln. Das ist. Wegen der Lästerei? Nee, der Reis ist miserabel. Guck mal, der sollte fluffig sein. Und der sieht gar nicht vital aus. So. Ja, es ist gemein, ist ja auch in der Sendung, das ist heimlich, es soll um Kochen gehen, aber man versucht ja dabei auch noch zu reden und das kann einen dann sehr ablenken. Und ich habe gemerkt, dass ich gar nicht gut darin bin. Mhm. So, aber so ein Format wie zum Beispiel ZDF Fernsehgarten, also das ist jetzt hier schon das Mainstreamigste, was ich anbieten kann, ist diese Kochsendung. Und der nächste Step, also wenn du dich jetzt ausprobierst und deiner Medienkarriere, jetzt musst du mal gucken, links und rechts, was kann jetzt als nächstes kommen? Fernsehgarten mit Andrea Kiewel. Oder ist es eher... Lass doch mal hierbleiben, wo wir uns gerade bewegen. Und ich sehe mich tatsächlich eher so als Ablöse fürs ZDF-Magazin Royal. Das ist sehr gut, weil ich denke auch zum Beispiel in Generationen. Also ich bin auf der Suche nach jemandem, das irgendwann übernimmt. Gibt es da ein Prozedere, was ich durchleben muss? Ja, man muss schusssicher werden und in der Lage sein, das auszuhalten. Es ist ein wahnsinnig anstrengender Job. Mhm. Es ist vor allem Politik, Politik, Politik. Aber dann ist doch das hier, was du gerade machst, eigentlich... Erholung. Urlaub, im Grunde genommen. Es ist totaler Urlaub. Also du musst ja kognitiv dich kaum anstrengen, dann genau. Im Kontrast dazu. Das denkt man dann, bis man sich in die Finger schneidet. Und dann hast du nämlich ganz andere Probleme. Mein großer Traum ist es, eines Tages hinzubekommen, Fernsehunterhaltung evolutionär zu denken. Also, dass man in Amerika, wenn da einer geht, dann kommt auch der Nächste und macht die gleiche Show weiter, halt, wie er das eben macht oder sie. Ja. Und in Deutschland heißt es dann immer, es kann nur ein Genie geben. Und das muss man irgendwann durchbrechen. Finde ich. Safe, ja, bin ich voll bei dir. Und ich kann dir ja behilflich sein. Und ich habe auch gesagt, das darfst du niemandem weiter sagen. Ja. Mit 50 ist Schluss. Wie viele Jahre hast du noch? 7. Vor der Kamera. Ja, ja. Und dann so wie Stefan Raab immer. Ich dachte, sterben. Was? Achso. Ja, das weiß man natürlich nicht. Ja. Das heißt, du hast es hier gerade exposed. Wir haben jetzt gerade exposed. Noch 7 Jahre vor der Kamera. 7 Jahre vor der Kamera und dann müssen andere ran. Und wenn die bis dahin nicht fit sind, Tassim. Ja, ja. Okay, ich mach die Hausaufgaben. So, jetzt kommt mein großes Geheimnis: Butter. Ins Curry. Was hast du gemacht? Ich habe in der Zwischenzeit den Salat fertig gemacht. Die Köfte dürften, wo ist die Hortuhr? Die brauchen tatsächlich noch 10 Minuten. Ansonsten, Reis ist auch gleich fertig, Salat ist fertig. Verdammte Scheiße. Was hast du? Mir wurde mitgegeben, dass ich ein straffes Programm habe. Aber das mache ich jetzt auch ganz schnell fertig. Ich muss noch den Bohneneintopf machen. Okay. Aber das kriegen wir ganz schnell. Ratz geht, Ratz, Fatz. Sieb hast, brauchst du nicht. Brauche ich nicht mehr, nee. Danke dir. Kennst du das große Promi-Backen?
Ja. Die anderen Promis helfen sich ja gegenseitig. Kannst du mir helfen? Helfe ich dir gerne. Das war ein Spaß, alles gut. Aber ich helfe gerne, ich bin eigentlich durch. Ich bin wirklich eigentlich durch. Ich muss ich vertraue dir, aber komm, das mache ich jetzt ganz schnell. Du guckst viel Fernsehen, oder? Ich bin voll Fernsehkind gewesen, ja. Ich glaube, das hat auch maßgeblich meinen Humor geprägt. Magst du Koriander oder nicht? Habe ich kein Problem mit eigentlich. Also muss, ja, mach ruhig, alles gut. Mm. Es ist eine absolute Zauberei, diese Sachen zusammenzukippen. Es schmeckt wirklich wie im Restaurant und ich habe nur Reste verwendet und diese Suppenbasis. Ist mega. I love it. Scheiße. It's veggie. And it's veggie. Du bist Curry-Fan, ne? Ich habe schon mal mitbekommen, dass du davon erzählt hast. Ich finde das ganz cool, weil das, du hast das Gefühl, was Richtiges gegessen zu haben, obwohl kein Fleisch da drin ist, weil die Soße so reichhaltig ist und so fettig. Und irgendwie. Indisches Essen allgemein unglaublich geil. Ja, was ich aber nicht so gerne mag zum Beispiel, ist so Mango-Lassi. Oh, so. Das esse ich gar nicht gern. Magst du Eidern? Trinkjoghurt? Wie du? Ich muss sagen, leider gar nicht. Womit, was für ein Getränk bestellst du beim Kebabland dann? Cola. Ich habe jetzt noch ein bisschen Petersilie reingetan. Jetzt muss man einfach nur darauf achten, dass es gut kocht. Und dann ist auch schon bei mir alles fertig soweit. So, abschmecken. Ich beeil mich. Dafür, dass du da so ein krasses Komponentenessen hast, bist du aber ganz schön chillax dabei. Hm. Siehst du mir nicht an, wie gestresst ich bin? Hm. Vor allen Dingen, warte, ich bin sofort durch. Ich will jetzt nicht uns zu sehr loben vor laufenden Kameras, aber wir haben mit relativ leichter Hand, während wir uns auf hohem Niveau unterhalten haben, komplexe Sachen. Wenn jetzt noch deine Köfte gut aussehen. Oh, ich glaube, die sehen ganz schön geil aus, Alter. What? Okay, damit bin ich zufrieden. Ich habe einen Drink mitgebracht. Soll ich den mal rausholen? Voll gerne. Den hast du selber kompiliert? Ja, ich kläre dich einmal auf. Was ist es? Magst du einmal, du hast dich was abgesetzt, einmal ordentlich durchrühren. Wir haben hier brasilianische Limonade, basierend auf einem TikTok-Rezept. Probier mal und sag deine ehrliche Meinung. Lecker, oder? Das ist lecker. Das ist Zitrone. Limette. Der Strohhalm ist hier. EU. Darf ich ehrlich sagen, ich finde, es schmeckt beschissen. Wieso? Ich habe es schon mal gemacht und es war sehr, sehr geil, deswegen wollte ich das heute für dich machen. Nein, der schmeckt gut. Ich will ein bisschen was Süßes noch rein. Ja, genau. Und eigentlich hätte da ist gezuckerte Kondensmilch drin. Mm. Aber die ist heute ein bisschen schüchtern. Die kommt nicht so ganz durch. Ja. Okay. Ja, wahrscheinlich, weil sie vor lauter Ehrfurcht vor diesen Gerichten, die wir hier gezaubert haben heute. Ich glaube, ich bin, wo ist die Hortuhr? Wir sind. Wofür gab es im Hort die Uhr? Wenn wir Fanta-Kuchen gebacken haben, den ich verabscheue. Fanta-Kuchen ist für mich Symbolik für weißer Wohlstand. Ja. Hast du mal Fanta-Kuchen gegessen? Nee. Ja, also ich kenne es auch nur von TikTok und ist auch nach meiner Zeit. Das krasseste war Benjamin Blümchentorte von Koppenrad und Wiese. Die ist aber geil. Ja. Die ist sehr geil. Das war so bei uns das. Und ansonsten Marmorkuchen von Balsen aus der Packung. Auch gerne mal zum Mittag einfach so. Wir haben in Oldenburg ein Balsen-Outlet. Stimmt. Das ist auch sehr geil. Stimmt. So andere gehen so zu anderen so Fashion-Outlets. Wir gehen da sehr regelmäßig hin. Ins Balsen-Outlet, stimmt. So. Das ein bisschen schärfer noch, wenn es okay ist. Nur ein bisschen. Kannst du eigentlich mehr Sprachen als nur Deutsch? Englisch nur, aber auch so mittel. Und du kannst Türkisch? Ich verstehe Türkisch, spreche ein wenig Türkisch, aber Muttersprache ist Kurdisch. Mein Vater spricht auch Arabisch zusätzlich. Wie verhält sich Kurdisch zu Türkisch? So wie Deutsch und Niederländisch? Nee, überhaupt nicht. Es sind syntaktisch grundsätzlich sehr unterschiedliche Sprachen. Kurdisch hat mit dem Deutschen mehr gemeinsam als mit dem Türkischen. Ernsthaft? Kurdisch und Persisch sind die ältesten indogermanischen Sprachen. Das heißt, all die indogermanischen Sprachen, die wir heute haben, Deutsch, Französisch und Gedöns und sowas, das basiert auf Persisch und Kurdisch, jetzt ganz weit ausgeholt. Und Türkisch gehört zu den Türksprachen. Das ist eine ganz andere Sprachfamilie, die ist anders strukturiert. Und die Sprache ist in der Türkei, aber also sollte man nicht sprechen da? Oder ist das erlaubt? Also es ist jetzt nicht. Letzte Woche war ich in Istanbul. Mhm. Natürlich kann ich da Kurdisch sprechen. Da gibt es auch viele kurdische Stadtmusikanten und sowas. Mhm. Aber meine Eltern insbesondere haben zu einer Zeit gelebt, wo sie durchaus vertuschen mussten, dass sie Kurden sind. Ja. Krass. Also echt doppelt verschachtelte Migrationsgeschichte. Total. Also super komplex. Ja. Das war ein ständiger Beweisungskampf in der Türkei. Mhm.
Und, dann, und sind auch aus politischen Gründen gekommen. Ja, wir also sind nicht aus politischen Gründen. Ja. Gut, ich bin fertig. Lecker, alles lecker. Mich verunsichert das, dass du über deine Produkte hier so rumschwärmst. Ich möchte betonen, dass ich wirklich vor 10 Minuten mit dem Bohneneintopf begonnen habe. Krass, Tassim, ey. Mega gut. Geil, Alter. Alter, ey, ich bin stolz. Ich auch. Ich bin wirklich entsetzt. So. Guck dir das mal an. Unglaublich. Ey, Tassim, schön, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Guten Appetit. Also Köfte, Reis mit... Wir haben Köfte, Reis mit Reisnudeln, einen Bauernsalat und du musst schonungslos ehrlich sein. Tatsächlich. Mhm. Geil. Voll lecker. Oh, aber auch scharf. Die sind scharf. Ja? Ein bisschen. Lass es mal öfter machen. Das ist sehr interessant. Ja. Richtig. Richtig gut. Mhm. Mhm. Und die Reisnudeln sind das Dunkle. Mhm. Und die hast du vorher angeröstet und bekommen die dadurch die Farbe oder sind die... Mhm. Wurden sozusagen frittiert. Aber ist das im Kebabland auch das? Ja, das sind Reisnudeln. Ich denke mal, was ist das für ein... Ich dachte mal, es wäre grober Wildreis. Oder meinst du diesen roten Reis, den die servieren? Es gibt auch zwei Arten von Reis. Nee, das sind Reisnudeln beim Kebabland. Ja, krass. Mhm. Willst du was anderes trinken, eine Cola oder so? Warum trinkst du nicht die brasilianische Limonade? Genau. Ja, warum nicht? Ja. Stimmt. Warum nicht? Kannst du meine mitbringen? Ja. Okay. Ich bin jetzt gespannt auf deins. Also es schmeckt wirklich gut. Richtig, richtig gut schmeckt es. Das freut mich. So. Ich probiere deinen Tee. Ja. Ich probiere erstmal nur das Kaffee. Es schmeckt echt unglaublich geil, Alter. Sorry, es schmeckt entzückend. Oder? Ja. Es schmeckt sehr gut. Cool. Auch nicht so stark gewürzt. Es ist tendenziell mild. Aber ich hab Indien im Mund. Man kann das, kannst natürlich richtig mit Chili-Flocken, da ist jetzt ein bisschen Chili-Pulver drin, ist ein bisschen scharf. Mhm. Mhm. Aber interessant, dass du nicht scharf isst. Hätte ich gedacht, dass du scharf isst. Nix für mich, ne. Mhm. Ich muss aber sagen, weil das kenne ich ja, ich esse deins jetzt mal weiter. Mhm. Ich bleib bei dem hier, sehr lecker. Mhm. Das viel Kebabland-Brot dazu würde jetzt, das würde es abfunden. Ich esse manchmal. Wenn ich so einen diffusen Hunger habe, fahre ich neben dem Kebabland, ist noch eine sehr gute Bäckerei. Mhm. Die backen 5-6 Mal am Tag frisches Fladenbrot. Esse ich einfach nur Fladenbrot, und zwar ein ganzes Fladenbrot essen. Ich finde die Fusion aus dem Köfte mit deinem Curry ist auch richtig gut. Ich würde sagen Orient Mix Occident, aber es ist alles Orient. Das stimmt. Ja. Perspektive. Ja, Tassim, dann sehen wir uns demnächst bei Wetten, dass? Ich freue mich darauf.